Joho! Damit herzlich willkommen zurück zu den Smash Tutorials hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Heute geht es um Banjo und Kazooie. Banjo und Kazooie. Ja, an dieser Stelle möchte ich kurz einen kleinen Infoblock bzw. Werbeblock einblenden bzw. euch mitteilen. Denn bald beginnt auch ein Let's Play zu Banjo und Kazooie. Ich habe schon bis zur siebten Welt aufgenommen. Und das wird kein herkömmliches Let's Play. Das wird ein Let's Play in 4K mit Retextures. Also komplett modern gemacht. Komplett neue Spielerfahrung. Wird richtig geil. Freut euch drauf. Aber jetzt geht's auch los mit dem Tutorial. Ich will nicht so lange quatschen wie andere YouTuber, wenn sie einen kleinen Werbeblock einblenden. Ja, in diesem Tutorial werde ich euch die Grundlagen erklären. Sowie natürlich auch Advanced-Techniken. Das Combo-Game. Und ja, im Detail natürlich auf die Moves zu sprechen kommen. Am Ende erkläre ich euch natürlich auch noch das Neutral Game mit Banjo und Kazooie. Ja, erstmal, der Charakter ist gar nicht mal so langsam. Vor allem, wenn ich richtig schnell lange dashe, dann kommt der Huckepacklauf aus Banjo Kazooie. Und wir sind nochmal um einige schneller. Danke, Kazooie, an dieser Stelle. Oh ja, Dash Dance. Beim Dash Dance kommt der Huckepacklauf halt nicht raus. Aber es ist ein schneller, kurzer Dash. Ganz nice. Was halt richtig weird ist, ist sein Sprungverhalten, ne? Horizontal kann er gut recovern, aber ja, er kommt gar nicht richtig hoch, ne? Er kommt kaum höher, obwohl er drei Jumps hat. Das ist ein bisschen blöd, wenn er sich recovert, weil dann brauche ich auf jeden Fall die Abi. Nur mit Hilfe der Sprünge komme ich da nicht hoch. Oder ja, oder man braucht eben halt die Daumen-Bi. Das geht halt auch. Ich jetzt hier, zack, bumm, komme ich halt auch noch hoch. So eine Advanced Recovery, dazu kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber ja, zum Recovern ist es dann blöd und zum Gegner Luft chasen ist nicht so gut, aber man kann dann zum Beispiel sowas machen und da antäuschen. Zack, zack, bam. Das ist ganz cool. Ist halt eine neue Mechanik. Sowas hatte bislang noch gar keinen Charakter, dass jeder Jump irgendwie etwas anders ist und dass er nicht wirklich an Höhe dazu gewinnt. Ne? So Pits, Kirby, die haben halt auch viele Jumps. Pummel auf Meta Knight. Aber ja, die Jumps sind nicht unterschiedlich. Bei Banjo hingegen schon. Auch das Fallspeed ändert sich. Ne, wenn ich hier den zweiten Jump benutzt habe und, oder auch den dritten, dann kann ich viel schneller wieder zu Boden kommen. Dann fast fällt er extremer. Weil so dauert es etwas länger, aber wenn ich in diesem Modus bin, komme ich viel schneller on ground. Seht ihr das? Das ist ganz interessant. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil das Banjo mal wieder sehr unique macht. Grab ist Frame 7. Ist auch okay. Normale Grab Range. Ist ganz gut. Pivot Grab. Hat auch eine ganz gute Grab Range. Und Dash Grab. Auch vollkommen in Ordnung. Also, nichts Besonderes, was die Grabs betrifft. Aber auch nicht besonders scheiße. Nicht besonders herausragend. Halt so mittelmäßig. Aber gutes Mittelmaß. Kann man schon sagen. Gut, Leute, fangen wir jetzt an mit der Dash Attack. Die Dash Attack, wie ihr hier sehen könnt, macht 40,4 Schaden, ist nicht wenig. Kommt aber in nichts. Das ist ein bisschen blöd. Hat kein Kombo-Potenzial. Sieht halt so aus wie Snake oder Donkey Kong Dash Attack. Nur ist halt die gleiche in schlecht. Ohne Disjoints, ohne Kombo-Potenzial, mit mehr Endlag. Ich habe schon in meinem Banjo-Kazooie-Let's Play gesagt, diese Dash-Attack, die bekommt er bestimmt aus dem Spiel in Smash. Und die hat ja auch Lag in dem Spiel. Wehe, die hat in Smash Lag. Und sie hat Lag in Smash. Ja, ich drücke A so schnell, wie ich kann. Erst jetzt kommt es. Ja, ein bisschen bad. Kann man schon sagen. Ist halt lange aktiv, das ist das Schöne daran. Ist gut für Whiff-Punishes. Wenn der Gegner einen Tag verkackt hat, hier zum Beispiel, kann man halt Follow-Uppen, aber führt halt zu nichts. Was auf jeden Fall funktioniert ist, Landing Fair into Dash Attack bei Low Prozent. Man kann versuchen, den Gegner zu chasen dann mit Up-Airs oder so. Aber ja, overall funktioniert es nicht so gut. Ist halt keine True Combo, man kann es halt versuchen. Ja, oder ich versuche mit Back-Air dann zu catchen. Aber mit Down-B, das kann natürlich auch funktionieren. Ja, sowas kann ich machen. Das sind alles nur Options, die man als Mix-Ups hat. Davon ist nichts true. Aber nur um euch ein paar kreative Ansätze zu geben.
Was auf jeden Fall true ist, ist Fair into Dash Stack bei Low Prozent. Und ich würde euch empfehlen, danach einen Downbeat zu machen. Ist sowieso der beste Move von Benjo. Von daher ist es, denke ich, die beste Option. So, kommen wir jetzt zum Jab. Der Jab von Benjo und Kazooie ist eine 3-Hits-Kombo. Wenn man den Gentleman macht, zack, 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 9,8% Schaden. Schleudert den Gegner so ein bisschen hoch. Könnte man meinen, dass man Follow-Up-Möglichkeiten hat. Hat man aber nicht. Ne? Up-Tilt, nicht true. Wenn ich jetzt versuche, eine Fair zu bekommen, ist es ebenfalls nicht true, weil der Gegner hätte wegspringen können. Weil man hat zu viel Lag danach. Was halt schöne Follow-Up-Möglichkeiten sind, also die man wirklich tolerieren kann, ist erstmal Neutral Air, dann Reverse Air Rush Back Air. Einfach umdrehen und dann Back Air. Das finde ich persönlich sehr gut. Was meiner Meinung nach aber am besten ist als Follow-Up-Möglichkeit, ist Down B. Ist auch nicht true, aber macht am meisten Pressure und am meisten... ja, aus, wenn das trifft. Weil dann kann man noch weiter kombonen. Aus der Granate aus. Seht ihr, das hat übelsten Damage gemacht. Zack. Einfach. Bam. Ist halt dann wirklich ein solides Follow-up. Wenn die Granate trifft, dann bekommt ihr wirklich True Combos auch daraus. Ihr merkt schon, Benjo dreht sich viel um Down B Reverse, um die Granate. Das sollte man wirklich auch lernen. Down B Reverse geht wie folgt. Ihr springt in eine Richtung, dann macht ihr Down B und dreht den Control Stick in die entgegengesetzte Richtung. Wenn ich jetzt hier Down B mache, dann guckt Benjo ja nach rechts. In dem Fall muss ich dann nach links drücken und dann dreht er sich um und macht diesen Down B Reverse. Wunderschön. Ist ganz wichtig mit Benjo. Wer das nicht kann, Down B Reverse, soll es erst beim Trainingsmodus lernen. Ansonsten sollte er diesen Charakter meiner Meinung nach nicht spielen, weil es wirklich essentiell ist, um Benjo zu meistern. So, das wäre jetzt der Gentleman. Dann kommen wir jetzt zum Rapid Jab. Dazu einfach nur Arm mashen. Zack, 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 zack. Ist besonders gut an der Kante. Schleudert den Gegner weg. Und dann kann man versuchen, den Gegner zu gimpen. Ganz nette Sache. Ansonsten hat der Rapid Jab noch weniger Kombo-Möglichkeiten. Ist einfach nur dafür da, um Schaden aufzubauen. Aber das ist Kazooies großer Auftritt, denn da greift Kazooie eben halt an. Ja, ich finde es an der Kante ganz cool, weil man kann das hier so ein bisschen extenden, wenn der Gegner an der Edge ist, um noch mehr Schaden aufzubauen. Aber generell ist der Rapid Jab sehr, sehr schwach, weil das mit Inklings Rapid Jab vergleicht, der eben mal 25 Schaden macht, macht dieser hier nur 14. Und ja, die Bärenkombo macht ja auch schon 9,8%, also nicht viel weniger. Ist ein bisschen weird, aber ja, je nach Situation kann man dann das ein oder andere machen. Wie gesagt, ich finde Rapid Jab gut an der Kante. Da würde ich jetzt nicht den Gentleman machen, die Bären-Kombo. Aber ansonsten würde ich immer dafür gehen, weil man nettere Follow-Up-Möglichkeiten damit hat. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen, Leute. Was den Jab betrifft. Hier, Jab-Block. Wenn der Gegner einen Tech misst, einfach Jab 1, Jab 2 und dann entweder Down Smash oder Up Smash. Andere Smash-Attacken gehen nicht. Und wenn ihr jetzt zu weit weg seid, solltet ihr Up Smash machen, weil der ist noch ein bisschen schneller als Down Smash. Aber Down Smash hat natürlich einen anderen Reward. Schleudert der Gegner einen ekligen Winkel weg, wohingegen der Up Smash den Gegner nach oben katapultiert. Up Smash killt bei 125% die meisten Charaktere. Down Smash kann schon bei 105% killen. An der Edge natürlich. Müsst ihr halt gucken, was ihr dann machen wollt. Ah ja, Upsmash geht eben halt auch. Ich zeig's gern nochmal. Seht ihr? Bei Low Prozent kann man den versuchen, den Gegner noch umzuhalten. Gut. Ja, Leute, kommen wir jetzt zu den Tilts von Benjo. Up-Tilts. Da fange ich gerne mit an. Der Up-Tilt von Benjo ist eine sehr starke Kill-Option. Killt Captain Falcon schon mal 135%. So ähnlich wie der Snake-Up-Tilt. Hat eine gute Range da oben. Der Gegner versucht zu landen und den Kill-Prozent ist. Kann halt auch gerne Sliding F-Tilt machen, um den vom Landen abzuhalten und natürlich auch zu killen. Ganz witzig ist auch, dass er eine Seitenhitbox hat. Wenn ich jetzt ganz nah an den Gegner dran stehe, dann trifft das sogar. Kommt auch bei Low Prozent in sich selbst. Kann versuchen, mit diversen Aerials zu connecten. Die Forward Air ist nicht true, weil die dann doch ein bisschen Startup-Lag hat. Man kann versuchen, die Solo abzubekommen. Ist aber wie gesagt kein True Combo. Was ich halt immer gern mache, ist Up-Tilt und dann Reverse Air Rush Back Air. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dafür würde ich euch empfehlen zu gehen. Dann müsst ihr nur den Reverse Air Rush können. Was natürlich auch geht, ist Up Air. Ne? Gerade bei Höhenprozenten kann man versuchen,
den in Luft zu catchen, mit der Up-Air und hochzuhalten. Hat halt Juggling-Potenzial. Wir gehen nochmal auf 0. Na, auch hier kann man schon anfangen mit Up-Airs. Hat auch eine ganz nette Seiten-Hitbox. Guck, so kann man den Gegner richtig schön juggeln. Ist wirklich nice. Up-Air ist etwas weird, sag ich jetzt mal. Weil sie so wenig Hitzer und Knockback hat. Aber sie erfüllt ihren Zweck, definitiv. Hat auch eine ganz gute Hitbox zur Seite. Seht ihr? Ist halt nice. Ja, von daher, Up-Tilt, ordentlich Kombo-Potenzial. Neutral Air könnt ihr auch versuchen. Könnt ihr sowas zum Beispiel machen. Up-Tilt, fast von Neutral Air into Grab. Ja, als weitere Kombo starten. Ich empfehle euch da Up-Throw. Als Mix-Up kann man auch Forward-Throw machen. Ist auch sehr geil, weil manchmal tacken die Gegner es dann nicht. Ein Jab-Lock bekommen. Oder halt für Anfänger kann ich euch da empfehlen, wenn ihr keinen Jab-Locks könnt, einfach eine Dash-Stack hinterher zu setzen. Das funktioniert ebenfalls. Joa. Aber zu den Throws kommen wir später noch. Auf jeden Fall, das wäre so der Up-Tilt. Das kann man halt damit machen. Und wenn ihr nicht glaubt, dass er wirklich so ein krasses Kill-Potenzial hat, dann seht am besten mal selbst. Jo. Nice, oder? Ja, so viel zum Up-Tilt. Ja, kommen wir jetzt zum F-Tilt. Der F-Tilt, da benutzt Banjo-Kazooie als Schwert. Kann man eben halt nach oben engeln, kann man normal engeln, kann man nach unten engeln. In drei verschiedene Richtungen. Nach oben geengelt ist halt gut, wenn der Gegner aus Luft approacht, um seinen Angriff zu besiegen. Oder auch am Landen zu hindern, wobei da finde ich Up-Tilt halt besser. Forward engelt ist besonders gut, ja, um auf Reichweite zu spacen. Hat halt eine gute Reichweite. Kommt übrigens sehr schnell raus, der F-Tilt. Ein bisschen entdeckt, though. Und Downward engelt ist gut, wenn der Gegner versucht zu recovern, um den eben halt daran zu hindern, hier die Edge zu greifen. Oder wenn er zu lange hängt, kann man den da auch erwischen. Ja. Und es führt zu Tech Chase. Hier, zack, zack. Jetlock, bam. Ist auch sehr empfehlenswert, um Jetlocks hervorzurufen. Aber ansonsten hat der Move keinen Sinn. Er killt nicht. Ist einfach nur zum Space, um das mal rauszuhauen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt hier landen, zack, dann F-Tilt raushauen. Wenn ich dashe, hau mal einfach einen F-Tilt raus, dash wieder weg. Dafür ist es halt. Hat eine ganz gute Range, muss man einfach mal sagen. Guck mal, dann kann ich den Gegner offstage schauen. Und dann kann ich versuchen, mit dem Back-Air zu gehen, weil das ist definitiv euer bestes Edge-Guiding-Tool mit Banjo. Dann könnt ihr zum Beispiel Granaten-Eye raushauen und den Rest mit dem Back-Air covern. Das ist so aus Edge Guarding, aber dazu kommen wir später noch. Ja, kommen wir jetzt zum Down-Tilt, mein Lieblings-Tilt mit Banjo. Er shiftet seine Hurtbox, ist schwieriger zu treffen, kann sneaky sneaky unter manchen Moves durch. Und er dasht sogar beim Down-Tilt noch ein bisschen nach vorne. So ein bisschen der Bodenwischer. Overall soll es, glaube ich, die Pick-Parade darstellen. Move aus Banjo-Kazooie. Führt auch schon bei 7,2% zu Tech-Chases. Kann halt wieder Jetlock machen. Wie ihr hier sehen könnt. Mega geil. Ich kann aber auch zum Beispiel meine Forward-Throw-Sachen so ein bisschen variieren. Hier, Down-Tilt, nochmal Tech-Chase, nochmal Tech-Chase. Ne? Kann hier so ein bisschen dann auch Offstage bringen. Ne? Dann habe ich eventuell eine Edge-Guard-Situation. Wenn er halt den Tech nicht bekommt, weil ich finde, der Down-Tilt ist fucking schwer zu tacken. Das wird nicht einfach. Deswegen kriegt man manchmal Follow-Ups daraus. Und zum Beispiel sowas machen und dann Jetlock. Oder Forward Throw, Down Tilt, dann Granate hinterher. Und wenn die trifft, hat man halt wieder seine Follow-Ups daraus. Ist schon nice. Also, ihr könnt wirklich kreativ sein. Down Tilt ist nice, wirklich. Guter Poke. Ist halt, glaube ich, Frame 11. Relativ langsam, hat kaum End-Lag. Somit eine safe Option. Vor allem, wenn man das Max Range Space. Das wäre halt Max Range. Und ich finde wirklich, der Move ist klasse. Ist wirklich ein sehr guter Move. Der die diversen Nutzen hat. Ich habe euch jetzt einige gezeigt. Jo, kommen wir jetzt zu den Aerials von Banjo. Fangen wir mit den Neutral Air an. Neutral Air besteht aus 8 Hits. Kann man nicht miteinander connecten, da der Move dann doch ein bisschen zu laggy ist. Was man machen kann, ist, den Move als Combo Finisher zu nutzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Up-Tilt Juggle starte, dann Up-Air. Dann könnte ich halt zum Beispiel Neutral Air hinterher machen. Das geht natürlich viel schneller und viel besser. Jetzt habe ich nochmal eine bessere Version. Ja, das wäre die bessere Version. Man könnte auch versuchen, das Landing mit einer Down-B zu covern.
Beispielsweise. Ja, ich jetzt hier ab Air, Mutu Air, fliegt der Gegner weg, schneide eine Granate hinterher. So hätte ich auch den Jump gecovert, hätte den Boden gecovert mit der Granate. Also, gibt ganz nette Sachen, aber overall finde ich die Nair dann eher so mittelmäßig. Kann die halt fast fallen und into Grab-Kombo. Wie bei Piranha-Pflanze und Ivysaur. Das ist schon nice. Gegner wird immer dahin geschleudert, wo Benjo hinguckt. Ja. Seht ihr, Benjo guckt nach rechts. Gegner wird nach rechts geschleudert. Zack. Das heißt, ihr könnt immer Grab danach schon buffern, wenn ihr es fast wollt. Zack. Und der Gegner wird hier hingeschleudert. Immer dahin, wo Benjo hinguckt. Ganz wichtig zu erwähnen. Seht ihr? Also, die Mewtwo Air benutzt man folglich zum Finishen einer Aerial-Kombo, um noch mehr Schaden eben halt rauszuholen. Man kann es als Cross-Up benutzen, hinter den Gegner springen und dann eben mal für einen Grab gehen oder als Fast-Fall into Grab. So, kommen wir jetzt zur Fair von Benjo. Die hat so ein bisschen was von Gendorf Fair und wird auch ähnlich benutzt. Macht mega viel Schaden, ist eine gute Kill-Option. Killt schon mal 125 an der Edge. Kann man halt zum Retreaten benutzen, zum Space benutzen. Ist mega strong, hat jetzt nicht die beste Range. Gendorf ist da definitiv superior. Aber ist schon kein schlechter Move. Und man kann es eben halt so in Granaten-Kombo benutzen. Moment. Sowas zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt hier Down B Reverse war und die Granate trifft, kann ich das zum Beispiel finishen. Ist auch ein Kill Confirm. Extrem geil, definitiv. Ne? Zack. Wenn ich das mal 125 treffe, ist ja auf jeden Fall Geschichte. Deswegen, das solltet ihr immer in den Hinterkopf behalten. Zack. Und tot. Da habt das. Kill confirm. Dafür ist die Fair auch super gut geeignet. Ihr macht einfach einen Down B Reverse und covert dann den Jump oder den Space. Auch selbst wenn die Granate explodiert, kommt es da rein. Mit der Fair. Ne? Zack. So basic stuff. Und das ist auch das Wichtigste im Neutral tatsächlich mit Benjo. Aber darauf komme ich später halt nochmal zu sprechen. Wenn ich das Neutral Game von ihm erkläre. Ja, ich finde das so geil. So habt ihr einfach richtig coole Follow-up-Möglichkeiten. Also in Granaten-Kombos kommen wir sowieso später nochmal. Das ist basically die Fair. Retreat Fair im Neutral. Und natürlich so zum Spacen. Wenn ihr denkt, der Gegner jumpt, könnt ihr das mit Fair abdecken. Ist halt super strong. Und gerade hier. Auch wenn der Gegner hier offstage ist, einfach eine Fair reinklatschen und der Gegner stirbt super early. Ist schon nice. Und wie gesagt, Fair into Jab Combo, das habe ich noch nicht gesagt. Fair into Dash Attack Combo bei 0%. Und Fair into Grab kann man auch machen. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat. Ihr könnt natürlich auch dann das in Gentleman Combo und versuchen hier Follow-Ups rauszubekommen. Habe ich euch ja auch schon gesagt. Wie ihr wollt. Ja, kommen wir jetzt zur Down Air. Down Air 3 Hits. Ich mag den Move persönlich überhaupt nicht, weil es wieder so ein Suicide Down Air ist. Aber dazu kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also 3 Hits, wenn man onstage landet. Erstmal der Startup, Kazooie Schnabel, dann Benjos Hitbox und dann die Schockwelle, wenn man halt landet. Nur der Startup spiked. Und danach ist halt ein normaler Hitbox. Hier haben wir zum Beispiel einen Spike. Kann man auch tatsächlich einen Up-Smash-Kombo. Ein Spike bekommt. True-Kombo. Ja, wenn der Gegner zum Beispiel das gewifft hat, könnt ihr halt Short-Up down machen und habt einen Kill-Confirm. In Up-Smash und der Gegner stirbt. Ja, das haben voll viele in dem Spiel. King K. Rool, Joker, Hero. Und hast nicht gesehen, aber bei Joker heulen so alle rum. Das ist sehr interessant, wie ich das finde. Aber ja. Das kann man halt machen. Und ansonsten natürlich zum Spiken. Offstage. Hier ein Beispiel. Ich werfe jetzt Captain Falcon offstage. Und habe ihn hier gespiked. Nur das Startup spiked. Wenn ich euch das jetzt mal demonstrieren möchte, was passiert, wenn man nicht den Startup bekommt. Das Startup ist zum Glück sehr großzügig. Ah ja, der fliegt halt hoch, ihr habt ihn gerettet und ihr sterbt. Das mag ich halt nicht. Man kann sich viel zu spät da bewegen. Ist halt wieder so ein Suicide-Scheiß. Ich mag sowas überhaupt nicht, Mann. Was man machen kann, ist folgendes.
und dann kommt ihr noch zurück. Die Granaten explodieren ungefähr nach 4 Sekunden. Das heißt, ihr zählt jetzt bis 3. 1, 2, 3, dann catcht ihr die und dann überlebt ihr noch. Das ist so die Faustregel, so habe ich es gelernt. Einmal bis 3 zählen, dann catchen, Short Hop Down Air. Dann könnt ihr halt die Down Air Hitbox trotzdem noch Offstage haben. Könnt versuchen, da zu spiken und überlebt. Weil der Move wird gecancelt, wenn ihr quasi von der Explosion getroffen werdet. Ihr nehmt halt den Schaden der Granate, aber ihr überlebt. Und das ist ja schon einiges wert, wie ich finde. Coole Sache, definitiv. Ja, aber das ist auch alles, was man zu Down Air sagen kann. Gut. So, kommen wir jetzt zur Up Air. Landing Up Air kommt mit den Up Smash. Richtig cool, hat 2 Hits. Der erste Hit ist so ein bisschen awkward. Hat so ein bisschen was von Sonics Up Air. Das heißt, sehr wenig Knockback. Kann in sich selbst gekommen werden, obviously. Ja, Landing Up Air into Up Air. Ja. Auf jeden Fall eine True Combo. So kann man den Gegner ein bisschen hochhalten. Das ist ein nettes Juggling Tool. Ja, Landing Up Air kann ansonsten auch in der Back Air kommod werden. Dann kann man Short Hop Granaten machen und hat dann eben halt seine Granaten Follow-ups. Das ist ganz nice. So kann man seine Kombos dann noch extenden. Was auch noch geht, ist Landing Up Air into Up Tilt. Ja, dann kann man Juggles starten. Ja, sowas kann man machen. Und man kann auch Landing Up Air in Neutral Air machen. Für den Damage oder Landing Up Air, Neutral Air in Fast Falling Grab. Kann dann somit seine Kombos extend. Ist ganz geil, wenn ihr mich fragt. Ja, das ist so alles, was man mit der Up Air machen kann. Wie gesagt, sind 2 Hits. Und Kazooie fängt so an und geht dann nach oben. So ein bisschen wie bei Sonics Up Air, deswegen auch der Vergleich. Ich finde den Move okay. Hat halt sehr wenig Knockback. Kann somit dann immer noch bei selbst bei hohen Prozenten für Juggling Attempts gut sein. Problem ist, dieser Move killt niemals. Er kann einfach nicht killen, dieser Move. Somit müsst ihr ja andere Kill Options finden. Was halt ziemlich reliable ist, ist hier zum Beispiel Up Air und dann Back Air, weil Back Air killt dann schon ganz gut. Oder man versucht dann eben halt den Jump zu catchen mit einer Fair zum Beispiel. Wenn Gegner springen, kann ich halt eine Fair machen. Ist halt kein True Combo, aber man kann es probieren, weil die Fair killt halt super, super early. Ich empfehle euch da lieber die Back Air, kommt ein bisschen schneller raus und killt auch bei höheren Prozenten. Gut, kommen wir jetzt abschließend noch zur Back Air. Back Air finde ich grandios, das sind 3 Hits. Vor allen Dingen gut für Edge Guarding, kann in sich selbst gekommen werden. Und ja, ist lange draußen, macht extrem viel Druck auf den Gegner. Und ihr seht schon, ich kann den Gegner einfach super gut davon abhalten, die Edge zu greifen. Das ist der beste Move von Benjo zum Edge Guard. Fair kann halt zwar früher killen, aber die Back Air trifft den Gegner halt konsistent. Wenn er so lange draußen bleibt und sehr wenig leckert, ne? Zum Beispiel hier kann ich sofort wieder eine Back Air machen. Das ist schon ziemlich geil, der Move. Man kann auch Hit 1, Hit 2 im Grab Combo. Pass mal auf. Ich muss mich hier umdrehen. Zack. Ja. Das geht ebenso. Reverse Air Rush. Bam. Und Grab. Was ich immer gerne nach einem Back Air Treffer mache, ist Short Hop und auch wieder die Down B. Ja, Down B ist wirklich das A und O mit Benjo. Ihr lacht jetzt, aber es ist halt wirklich so. Er hätte gedacht, dass Benjo Snake 2.0 ist mit Granaten. Und Snake hat 2 Granaten, haben Benjo nicht. Was auch geht, ist Reverse Air Rush Back Air into Grab bei 0%. Mal einen Grab Attempt bekommen. Und Fast Fall into Grab. Na, wenn der Gegner jetzt 3 Hits erwartet, kann man halt Fast Fall und dann für einen Grab gehen. Kann man auch schön aus dem Reverse Air Rush machen. Hier zum Beispiel aus dem Run. Zack. Und dann Fast Fall into Grab. Mega geil. Kann dann immer seine Combo starten. Was ich auch immer gerne mache, ist natürlich Down B. Hinterher. Der Gegner fliegt langsam halt weg. Macht Down B hinterher. Kann man den verbleibenden Space eben halt mit einer anderen Aerial. Ne? Also wenn der Gegner sehr weit wegfliegt und man Back Air nicht mehr mit sich selbst kombon kann, dann würde ich sagen, schmeißt einfach ein Granatenei hinterher. Das ist dann definitiv die richtige Entscheidung. Ansonsten ein super gutes Spacing-Tool, wie gesagt. Hat wenig Endlag, gut für Edge Guarding.
Und ja, hat gute Mix-Ups. Ne? Aus dem Run, Reverse Aerial Rush. Kann auch benutzen, um andere Aerials zu besiegen, die jetzt nicht so eine gute Range haben. Und wie gesagt, man kann es dann auch fast fallen als Mix-Up. Muss dann nur gucken, dass man sich dann umdreht und dann für den Grab geht. Das ist schon cool. Das waren so die Aerials vom Banjo. Kann man nun zu den Smash-Attacken. Die Smash-Attacken vom Banjo sind gar nicht mal so übel, muss man sagen. Fangen wir mit der F-Smash an. F-Smash hat eine wahnsinnig gute Reichweite, wie ihr sehen könnt. Und killt tatsächlich schon Captain Falcon bei 75% an der Edge. Bei 75%, das ist kein Scherz. Das ist mega krass. Also sehr stark, dieser Smash-Angriff. Lustigerweise kommt uns über das Granatenei bei Low Prozent in den F-Smash. Seht ihr das? Kann man halt auch machen, um Schaden aufzubauen. Ja, ansonsten ist der S-Slash halt ganz gut da an der Edge, um was abzudecken. Ist auch schwer zu punishen, weil Max Range gespaced ist nicht so einfach, hat jetzt auch nicht den übelsten Endlag. Hat schon einen Lag, aber wenn Max Range gespaced macht und halt ein bisschen auflädt, ist es fast unmöglich zu punishen. Und er ist fucking strong, also an der Edge. Und für Hard Punishes sehr empfehlenswert. Gut, kommen wir jetzt zum Down Smash. Der ist auch empfehlenswert. Kommt wahnsinnig schnell raus. Greift rechts, links beide gleichzeitig auch und hat gar nicht mal so viel Endlag. Seht schon. Gar nicht mal so übel. Kann benutzen für Roll Greets und generell auch für schnelle Punishes. Wenn der Gegner was gewifft hat. Das ist schon ziemlich stark. Killt auch bei 105% an der Edge. Ich kann es euch gerne mal demonstrieren. 105%. Mal hoch, Captain Falcon. Ja, schon wirklich dafür, dass er so schnell ist, verdammt stark. Not bad. Wirklich. Kein schlechter Smash-Angriff. Up-Smash, der schnellste Smash-Angriff. Ist halt gut, wenn der Gegner versucht zu landen. Auch so ähnlich wie bei Sonic. Ist halt ein Multi-Hit-Up-Smash. Bohrt sie nach oben. Kann benutzen, wenn der Gegner angeknackstes Schild hat, rennt mal einfach rein. Shield poke das. Weil es eben ein Multi-Hit-Move ist, bohrt sich dann durch. Und ja, wie gesagt, man hat halt Kombos auch in der Up-Smash. Landing up air into Up-Smash. Dann so seinen Juggle starten. Not bad. Ja, man sonst eine Up-Smash nur für Anti-Air verwenden. Weil. Und für Jab-Blocks, weil der schwächste Smash-Angriff sonst ist. Und die anderen in den meisten Situationen dann besser sind. Grounded vor allem. Ja, so viel zu den Smash-Attacken. Sind alle relativ nützlich. Up-Smash für Anti-Air. Down-Smash, um zwei Optionen zu covern. Für schnelle, kräftige Punishes. Und F-Smash an der Edge. Bisschen aufladen. Super safe dann. Also kräftig ist und killt super, super early. Und für Hard Punish ist natürlich geeignet. So, kommen wir jetzt zu den Specials von Banjo und Kazooie. Fangen wir mit den YouTube an. Der Eierschleuderer. Da spuckt Kazooie eben halt die legendären blauen Eier aus, die auch schon in Banjo und Kazooie verfügbar waren. Kann man auch schön B-reversen. Sein Landing zu mix-upen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Luft bin, hier ganz easy B-Reverse mal und lande eben halt noch ganz woanders. Kann man sehr kreativ mit sein. Ja, ist gar nicht mal so schwach, das Projektil macht 4,5% Schaden. Ist halt zum Nerven da. Und auch zum Edge-Gun, so ähnlich wie bei Diddy Kongs Peanut-Gun. Ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt hier stehe, da habe ich den perfekten Winkel, nicht ganz. Hier habe ich den perfekten Winkel und kann dann eben mal die blauen Eier abwerfen. Weil es unheimlich schwierig macht, die Edge zu greifen für den Gegner. Des Weiteren kann es dazu führen, dass der Gegner den Jump verliert offstage. Und das kann schon ziemlich nervig sein. Das ist natürlich im Jump machen, um andere Winkel zu treffen und so weiter und so fort. Also generell ein Projektil
wenn der Gegner auf Distanz ist, zum Nerven, kann man raushauen. Ich kann zum Beispiel jetzt hier, ja, ich zeig's euch mal, ein Grab-Attempt mitbekommen. Zack. Wenn ich jetzt hier mit dem Ei approache. Ne? Will der Gegner es halt shielden und ich bekomme meinen Grab. Kann ganz nützlich sein. Aber nur als Mix-Up, weil wenn ihr es zu oft macht, dann macht der Gegner Hitbox, besiegt das Ei und die wäre trotzdem getroffen. Das ist halt wie Fireball bei Mario. Fireball Approach ist zwar ganz cool, aber nur als Mix-Up sollte man nicht zu oft machen, sonst wird man hart dafür gepunished. So auch hier bei Benjo. Einfach New to B, zack, das Ei fliegt, Gegner shield es. Vielleicht eventuell ein Grab daraus. Ganz nice. Ansonsten zum Edge-Guard benutzen, zum Nerven im Neutral. Könnt halt euer Landing Reverse. Der Move hat aber noch einen anderen Sinn. Wenn ihr jetzt nicht B gedrückt halt, geht Banjo mit Kazooie in den Shooter-Modus. Angelehnt am Banjo-Tooie ist das erstmal aufgetaucht im Mario-Stempel. Und währenddessen könnt ihr nur noch ballern. Mit A ballern, mit B ballern. Ihr könnt nur Eier schießen, mehr könnt ihr nicht machen und springen. Drückt ihr Shield oder Grab, dann steckt da Kazooie wieder weg. Finde Move nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, guck mal, das normale Ei, wenn man es normal verschießt, macht 4,5% Schaden. Treffe ich hiermit, macht es nur 2 Schaden. Das ist mega scheiße. Ungefähr 2% macht das nur. Ist halt zum Nerven da, aber generell würde ich da lieber normale Eier machen oder die Granateneier. Sind da ein bisschen effektiver, wenn man nah an den Gegner dran gekommen ist. Dann hat es ein bisschen mehr Knockback, schleudert die Gegner oben. Dann kann man das so ein bisschen connecten miteinander. Aber ja, ich finde den Move echt suboptimal. Kann so ein paar Sachen damit abdecken. Der einzige Nutzen, den ich persönlich gefunden habe, wenn ihr euch umdrehen wollt in diesem Modus, müsst ihr aufhören zu schießen und dann eben halt in die andere Richtung drehen. Der einzige Nutzen, den ich gefunden habe, ist folgender. Ihr rennt auf den Gegner zu, steckt es weg, geht ins Schild. Dann will der Gegner es vielleicht besiegen, diese schwachen Hitboxen. Haut einen Move raus, macht dann was Unsafes auf Schild und dann bekommt ihr einen Grab raus. Das ist der einzige Sinn davon. Ich finde Move extrem schlecht und das war bei Weitem der schlechteste Move von Banjo und meiner Meinung nach auch einer der schlechtesten Moves im gesamten Game. Holy shit, ist der bad. Von daher nutzt es am besten nicht. Nutzt einfach den normalen Move. Am besten mit B-Reverse. Deckt halt gut was ab oder könnt ihr halt Grabs da bekommen. Grab Attempts. Und natürlich zum Edge-Garn. Hier wunderbar. Schön hier platzieren. Und den Gegner eventuell den Jump klauen. Dafür ist es super gut. Hier einfach mal ein Projektil hinterher schleudern. Zack. Space abzudecken. Das ist schon nicht schlecht. Ich finde Move wirklich nicht bad. Ist jetzt aber auch nicht eine Weltneuheit oder Game-Breaking. Ist voll in Ordnung. Ist eine ganz nette YouTube-Video. Nur, wie gesagt, das gedrückt halten kann ich euch nicht empfehlen. Das ist wirklich nicht toll. Macht's nicht. Dass ihr in Luft seid. Mal Air Dodge, dann kommt er erst verzögert raus. Also, das wird nicht gut. Oh mein Gott. Grauenvoll, wirklich. Einfach nur grauenvoll. Na gut. Kommen wir jetzt zur Side B. Immer wenn ich resettet habe, ihr seht's ja, seht ihr hier diese 5 goldenen Federn. Wenn ich Side B mache, bam! Macht er so einen Dash-Angriff. Macht mega viel Schaden, killt auch verdammt early. Und man kann jeden Move im Spiel damit challengen, weil Banjo unbesiegbar ist. Er verwendet die Unbesiegbarkeitsfedern aus den Banjo-Spielen und kann somit auch nicht getroffen werden. Das Problem ist, er kann grabbed werden und ja, man kann es trotzdem shielden und danach kann man ihn halt dafür punishen, weil der Move ziemlich laggy ist. Seht ihr, ich jabbe so schnell wie ich kann, erst jetzt kommt der Jab. Und es geht eben halt auch nur so lange, wie man goldene Federn hat. Und jetzt kommt der Oberhammer und ich habe wirklich mit dem Kopf geschüttelt, wo ich das gehört habe. Man hat keine Möglichkeit, goldene Federn nachzufüllen. Oh mein Gott. Das heißt, wenn ich keine goldene Feder mehr habe, passiert das. Er fliegt einfach nur auf Fresse. Und ihr werdet jetzt lachen, wenn ich sage, selbst wenn er auf Fresse fliegt, ist es sogar noch gut. Weil guck mal, ich habe alle meine Sprünge benutzt. Ich kann das dann B-reversen. Kann mein Landing damit mixen. Und ja, man kann vorm Land Schild drücken und dann taggt man.
Dann fällt er nicht auf Fresse. Ist auch ganz wichtig. Dann guck, ich drücke jetzt Schild. Zack, er fällt nicht auf Fresse. Somit habe ich keinen Lag. Somit kann ich noch ein bisschen mein Landing mix-upen. Selbst ohne Federn hat das seinen Sinn. Finde ich persönlich. CD. Man kann es auch auf Stage benutzen. Guck. Das ist dann so eine Art vierter Jump. Nummer 1, Nummer 3, zack. 1, 2, 3 und Nummer 4. So komme ich dann an die Kante. Zack, zack, zack. Gar nicht mal so schlecht, oder? Ich finde den Move gar nicht mal useless. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Was sagt man dazu? Der Move ohne goldene Feder hat sogar seinen Sinn. Da wir das jetzt auch geklärt haben, dass der Move gar nicht komplett garbage ist ohne goldene Federn, schauen wir uns gleich wieder an mit goldenen Federn. Nur das hat halt wirklich keinen Sinn. Aber in Luft, not bad. So, jetzt habe ich die goldenen Federn wieder. Also, wenn man die goldenen Federn hat, man kann es als Recovery-Option nutzen. Seht ihr? So komme ich wieder selbst von hier zurück auf die Stage. Ziemlich geil. Und man kann es nicht mal Edge Guard, ne? Ihr kommt free zurück auf die Stage. Das ist geil daran. Weil dadurch, dass ihr unverwundbar seid, kann der Gegner euch nicht Edge Guard, kann kein Aerial dagegen machen. Somit ist es für euch immer möglich, zur Stage zurückzukommen. Finde ich sehr, sehr geil. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr jetzt hier geedgeguard werdet, Double Jump und dann Psy B. Dann kommt ihr richtig geil auf die Stage. Und seht ihr das? Die letzte aktive Hitbox davon führt auch manchmal zu Tech-Chase-Situationen. Richtig geil. Ich zeig's euch gerne nochmal. Zack, zack. Kann man hier wieder Jetlock bekommen. Richtig, richtig cool. Da empfehle ich euch aber Up-Smash, weil Down-Smash zu langsam ist. Nach der Side-B. Aber ist schon nice. Und Granate, Side-B, Kill-Confirm. Bam. Auch richtig empfehlenswert. Also man hat schon ganz coole Tools damit. Generell, wie würde ich den Move besiegen? Wenn der Gegner irgendwelche Habits hat, gerne mal rein dasht oder mit Aerials die ganze Zeit spaced, könnt ihr halt den Aerial besiegen. Empfehle ich euch aber nur bei Kill-Prozenten zu machen. Denn dieser Move ist ridiculous, was das Kill betrifft. Gehen wir auf 100% und wir sehen, es wird bei 100% killen. Bedeutet, ihr spart euch das auf, benutzt nur als Recovery oder Mix-Up. Und wenn der Gegner dann Fehler macht, bei hohen Prozenten, irgendwas spaced, könnt ihr einfach rein dashen damit und bekommt den Kill. Und natürlich, wenn ihr eine Granate getroffen habt, als Kill Confirm. Bam. Mega stark, der ganze Scheiß. Wenn ihr zum Beispiel jetzt in Kill-Prozenten seid, ihr habt jetzt, ja, 130% und habt noch richtig viele goldene Federn, dann würde ich die jetzt nicht einfach so verbraten, auch wenn ihr danach eh wieder goldene Federn bekommt und sich das blöd anfühlt, wenn man mit goldenen Federn stirbt. Aber ich würde schon mich defensiv verhalten, würde versuchen, den Gegner zu zonen. Und wenn er dann predictable wird, irgendwelche Aerial Space oder generell irgendwas macht, was ihr readen könnt, dann würde ich rein in den richtigen Moment. Und das würde ich so lange machen, bis ihr keine goldenen Federn mehr habt. Damit ihr einen maximalen Value rausbekommt. Weil es ist wirklich sehr ärgerlich, mit goldenen Federn zu sterben. Das ist so eine gute Option. Man sollte die wirklich nutzen. Alle 5 goldene Federn pro Stock. Ja, Beispiel. Ich habe jetzt selber richtig viele Prozente. Zack, zack. Und Captain Falcon macht jetzt irgendwas Predictable-mäßiges. Zack. Space in the Area oder so. Und dann dash ich halt rein. Bam. Mega geil. Also so kann man das halt benutzen. Und ja. Cooler Move. Hat ein bisschen was von Navario Dash Attack, ne? Von der Animation her. Finde es halt schade, dass Banjo nicht sich aussuchen kann, wie lange er unverwundbar bleiben möchte. Aber ja, das wäre wahrscheinlich zu broken. 5 Sekunden lang Unverwundbarkeit haben könnte. Aber okay. So ist auch gut gelöst, finde ich. Ja, das ist so alles, was man zur Side B sagen kann. Kill confirm mit der Granate. Ansonsten mega stark. Könnt alle Moves damit besiegen. Könnt es als Recovery nutzen. Und wenn der Gegner predictable wird, könnt ihr alles damit challengen und reindashen. Kill super early. Richtig gut. Auch wenn der Gegner einen Tech gemisst hat. Ich zeig's gerne nochmal. Ja. Gegner einen Tech gemisst. Bam. Könnt ihr natürlich auch so mit finishen. Das habe ich noch nicht erklärt. Aber ja, da habt ihr's.
Kommen wir jetzt zur Appi. Appi kann man aufladen. Kannst du aber auch nicht aufladen. Wenn es nicht auflädt, kommt Benjo so hoch. Wenn es auflädt, kommt er ein bisschen höher. Nicht viel höher, aber ein bisschen. Immerhin. Von hier komme ich ungefähr hoch. Na, seht ihr das? Das ist schon nicht schlecht, aber wenn ich dann hier recovern muss, dann sieht es schwer aus. Also ohne Air Dodge wird das nichts. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr mal hier recovern müsst, eine Air Dodge zu machen im richtigen Moment. Seht ihr? Dann sieht das super aus. Recovery ist nicht schlecht, aber predictable. Man kann auch, während man hochgeschleudert wird, dann noch alle Moves machen. Das ist das Schöne daran. Ne? Ich kann alle Moves machen. Seht ihr? Das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, weil bei manchen Charakteren geht das halt nicht. Aber bei Benjo geht's. Und gegen Offstage ist, kann ich versuchen, den die Platte auf den Kopf zu klatschen und dann wird er gestaged Spike bei 1%. So ähnlich wie Sonic Spring, nur dass es viel langsamer ist. Das ist, glaube ich, Frame 20 oder so. Sonic Spring ist instant da, das braucht halt verdammt lange. Halt die Sprungplatte. Die Fähigkeit hat er gelernt aus Treasure Trove Cove, zweite Welt von Benjo-Kazoo. Und ja, die schleudert man da auf den Gegner. Ganz nett. Ganz, ganz nett. Aber mal ganz hohe Prozenten kann es auch onstage zu Tech Chases führen, aber ja, ist nicht empfehlenswert, seht ihr? Ja, ist höchstens in Teams gut, wenn dann ein Teampartner da ist. Seht ihr mal, so einfach zu langsam dafür. Das ist halt nicht gut. Ich glaube, die anderen können die Sprungplattform nicht nutzen, weil die Move ja nicht gelernt haben von Bottles. So Jablock-Situation empfehle ich euch für die Upsmash, weil Downsmash kann manchmal nicht funktionieren, wie ihr gesehen habt, obwohl ich das richtige getimed habe. Upsmash ist da eigentlich konsistent. Kommen wir jetzt zum besten Move von Benjo und auch meinen absoluten Lieblingsmove von ihm, die Downbee. Downbee, da kackt Kazooie das Granatenei aus. Zack, kommt immer hinter Benjo, explodiert nach 4 Sekunden. Man kann es auch grabben und werfen. Man kann es in der Luft fangen. Mit einem Aerial oder mit Z. Jetzt habe ich es mit Z gefangen. Geht aber auch mit einem Aerial. Einen Moment. Ja, hier zum Beispiel. Kann dann auch zur Recovery dienen. Wenn ich das jetzt hier offstage mache und ich komme nicht mehr zurück, habe keinen Jump mehr, fange ich einfach mal Ei. Zack. Und wenn ich getroffen wurde, kann ich meine Abi erneut nutzen. Seht ihr das? Und schon bin ich recovered. Also, merkt ihr, dass ihr nicht mehr hochkommt? Macht das Granatenei, fangt es und extendet eure Recovery. Ich mit Benjo komme eigentlich überall wieder hoch, da ich das eigentlich die ganze Zeit machen kann. Ich kann immer wieder meinen Granatenei fangen, da explodiert es nach 4 Sekunden und ich kann dann wieder meine Abi nutzen und das kann ich die ganze Zeit wiederholen. Ja, wenn ihr es trainiert habt, könnt ihr die ganze Zeit unendlich lang oben bleiben. Könnt nicht geedgeguard werden, beziehungsweise geedgeguard könnt ihr schon werden, aber könnt halt nicht offstage eigentlich zugrunde gehen, wenn nicht mal hochkommt. So ähnlich wie bei Snake mit dem C4. Was ich euch empfehle, ist, wie gesagt, B-Reverse. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach vorne gucke mit Benjo, dann kann ich einfach B-Reverse machen und habe trotzdem das Ei vorne. Was ich immer gerne mache, ist Doppel-B-Reverse. Dann mache ich halt noch das andere Ei hinterher, um noch mehr Druck auf den Gegner aufzubauen. Oder aber, wenn ich nah beim Gegner bin oder der Gegner nah bei mir ist, dann mache ich das wie folgt. Zack, dann springen die meisten und hauen eine Fähre rein. Was man auch machen kann ist, wenn der Gegner dann einfach sehr defensiv ist und die Granate schielen möchte, dann fast voll ich und gehe für einen Grab. Dann bekomme ich den Grab, weil er ja die Granate schielen muss. Das ist auch sehr empfehlenswert. Man kann auch nicht jetzt zum Beispiel einen Move machen, um die Granate zu besiegen. Ja. Was man auch machen kann ist, ich kann jetzt zum Beispiel mit der Granate in Hand approachen. Und hab dann Follow-Ups manchmal raus. Ja. Bam! Vor allen Dingen mit Parry kriegt man da auf jeden Fall die Forward eher raus. Das war jetzt optimal gezeigt. Um das Granatenei dann konsistent zu fangen, macht ihr am besten Z oder Aerial und die Eid dann auch in die Richtung. Zum Beispiel jetzt mache ich Short-Hop, dann kommt das Ei ja hinter mich. In dem Fall wird es dann links spawnen. Denn die Eich in dem Moment, wo ich Shorter mache, auch direkt nach links und bin dann im perfekten Spot. Seht ihr das?
Kannst halt direkt catchen. Sei es jetzt mit dem Aerial oder mit Set. Na, jetzt habe ich mit dem Aerial gecatcht. Um das Granaten-Ei dann perfekt und konsistent zu fangen, die eilt ihr halt in die Richtung, wo es hingeschleudert wird. Und drückt dann im richtigen Moment Z. Um das Granaten-Ei dann konsistent und am besten zu fangen, die eilt ihr in die Richtung, wo es hingeschleudert wird. In dem Fall nach links. Beim Short-Up schon. Und drückt dann im richtigen Moment Z. Könnt ihr es halt fangen. Könntest du auch Z droppen und als Mine irgendwo hin platzieren. Auch wenn es nicht lange dauert halt, bis die explodiert, die Granate. Dann könntest du auch als Mindgame irgendwo liegen lassen halt. Ne, ich kann es jetzt hier zum Beispiel liegen lassen und dann explodiert dann nach einer gewissen Zeit. Ist auch ganz nice. Ne, kann ich zum Beispiel sowas machen. Bam! Beim Down B Reverse ist es ein bisschen schwieriger. Müsst ihr erst Down B machen. Das Reversen. Und dann in die Richtung die ein. In dem Fall jetzt nach rechts. Na. Was auch cool ist, wenn ihr jetzt hier so Midrange steht, ist das hier. Ihr fangt die Granate mit der Back Air. Back Air Hit 1, Hit 2, Hit Confirmed, dann in den Granatenwurf und daraus könnt ihr comboen. Ich hab jetzt hier Upsmash gemacht. Was auch geht, wäre halt Up Air. So, sehe das dann ungefähr aus. Nur, dass die Back-Air jetzt den Gegner nicht getroffen hat. Müsst ihr halt zusehen, dass ihr dann richtig spaced. Aber das ist auch noch ein sehr kreatives, cooles Setup, wenn ihr mich fragt. So, ich zeige euch jetzt nacheinander die Z-Drop-Kombos mit Benjo. Also, viel Spaß damit. Z-Drop-Down-Air. Z-Drop-Up-Smash. Z-Drop Up Tilt into Combo. Z-Drop Back Air. Ganz schön kompliziert, was? Gibt auch normale Item-Kombos. Granate werfen into Fair. Ist zum Beispiel ganz easy. Es geht auch bis 70% consistent. Natürlich kann ich das auch in andere Aerials connecten. Zum Beispiel Up Air. Oder auch Back Air. Und es ist nur wichtig, dass ihr dann Reverse Air Rush macht. Sonst funktioniert das mit der Back Air nicht. Seht ihr? Das war auch schön. Also die Granate führt zu vielen Sachen. Nur bei High Prozent ist es halt nicht mehr möglich, Follow-Up rauszubekommen. Nur wenn ihr es halt aus der Luft macht und dann schon in den richtigen Flugwinkel seid, wo der Gegner hingeschleudert wird. So kriegt ihr halt konsistent eure Kills. Mach ich halt gern so. Bam, bam. Das war jetzt leider der Weak Spot. Aber ja, das kann euch dann den Kill ermöglichen bei ganz hohen Prozenten. Bam. Ne? Das ist halt sehr, sehr gut. Was ich bei Itemwurf noch sagen muss, ist das Benjo richtig weit nach vorne dash. Das kann man auch nutzen, um dann Grab zu bekommen. Ne? Wenn ich jetzt hier Granate fange, zack, und der Gegner shield, dash ich richtig krass nach vorne und bekomme eventuell einen Grab. Bei hohen Prozenten hat Benjo allerdings nach dem Granatenwurf keine Follow-Up-Möglichkeit mehr. Seht ihr? Und catch Captain Falcon nicht. Captain Falcon ist schon fast Faller. Als Kill Confirms hat man dann, wie gesagt, nur den hier. Das ist dann Kill Confirm. Was man halt auch machen kann, ist Side B. Habe ich euch aber, glaube ich, auch schon vorgestellt gehabt. Bam. Das ist dann ebenso ein Kill Confirm. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat mit Benjo. Mit seinen Granaten. Also bei Low Prozent kommt das aus einem Itemwurf. Kann es, wie gesagt, auch halten. Nur bei hohen Prozenten ist es auch schwierig, da Follow-Ups rauszubekommen. So. Das war jetzt alles, was man zu den Granaten sagen kann. Wie gesagt, auch noch für Edge Guarding natürlich. Down B. Und dann kann ich hier den Rest abcovern. Bam. Das sind da Easy Edge Guards. Ja. Der einzige Place, der nicht abgedeckt wird, wird dann durch meine Back Air gecovert. Und schon bekomme ich meine Kills. Bam. Na, das war jetzt ein perfekter Benjo Edge Guard. Okay. Ja, Leute. Dann kommen wir noch zu den Flows zum Abschluss. Da wir jetzt
die Specials alle sehr ausführlich durchgekaut haben. Wie gesagt, ich finde das Granatenei auch sehr kompliziert. Braucht viel Beherrschung und Können. Man kann sehr viel damit machen, wie mit den Bomben halt bei den Links. Deswegen habe ich das ein bisschen detailreicher besprochen mit euch zusammen. Gut, wie gesagt, die Throws. Downthrow sagt, da kommen die Gegner so früh raus. Würde ich, wenn erst bei 100% machen für True Follow-Ups. Bei 100% Downthrow Jab. Jab ist Frame 4. Das ist halt dann True, weil die Gegner so schnell da nicht rauskommen. In der Regel zumindest nicht. So ab 100% kann man es machen. Wenn Damage aufbauen möchte, Downthrow Jab. Bei noch höheren Prozenten. Na, so ab 150%. Ist dann wirklich sehr schwer rauszumashen. Da kann man dann für Downthrow Downsmash gehen und bricht dann eben halt den Kill. Ist dann Kill confirm, logischerweise. Können natürlich auch versuchen, den Bury Get Up Serene. Wenn die jetzt hier direkt jumpen, können wir natürlich mit der Up-Air das abcovern. Bei Mid-Prozenten werden die wahrscheinlich rauskommen. Könnt ihr es mit eurer Up-Air abdecken, um Juggle zu starten. Oder natürlich auch mit eurer Back-Air. Ne? Kommt jetzt raus. Deckt ihr das mit eurer Back-Air ab. Hey, mashen halt nicht. Ich kann das jetzt natürlich nicht wirklich feststellen, wann die rauskommen. Aber im Regelfall kommen die da relativ schnell raus. Und dann könnt ihr das so machen halt. Je nachdem, wo ihr den Gegner haben wollt. Entweder ihr macht Up-Air oder Back-Air. Die würde ich euch empfehlen, weil die länger draußen bleiben. Multi-Moves sind. Ja, das ist alles, was man zum Downthrow sagen kann. Also bei höheren Prozent könnt ihr ihn verwenden, bei 0% würde ich ihn nie verwenden, weil die Gegner sofort rauskommen und ihr keine Follow-Up-Möglichkeiten bekommt. Und der auch nur 6,7% Schaden macht, was quasi nichts ist. Ich empfehle euch lieber den Upthrow. Upthrow startet einen ganz guten Juggle. Upthrow, Up-Air. Wir versuchen, den Gegner hochzuhalten. Auch nah an der Up-Air versuchen, eine Back-Air zu bekommen. Haben wir ja schon alles durchgekaut, was man da für Follow-Ups hat. Brauche ich jetzt nicht weiter zu empfehlen. Ja, ja, Up-Throw, um Juggle zu starten. Aber als Mix-Up empfehle ich euch tatsächlich auch den Forward-Throw. Forward-Throw, Dash-Attack, wenn der Gegner den Tag gemisst hat. Forward-Throw, Jab-Lock, wenn der Gegner den Tag gemisst hat. Und Forward-Throw, Down-Tilt für weitere Tag-Chases. Das ist halt ziemlich geil. Dafür ist Forward-Throw. Ansonsten nur für Positioning und die Gegner offstage zu werfen. Und dann eben als zu Edge-Garn. Und ja, der Backthrow ist tatsächlich auch für Stage Control, aber auch ein Killthrow. Der Backthrow kills bei 125%. Ich glaube sogar bei 120, actually. Das ist ziemlich strong, oder bei 115 sogar. Der ist wirklich sehr, sehr stark, ja. Seht ihr, Captain Felgen bei 115% schon. Sehr, sehr stark, der Backthrow. Von daher ist es natürlich euer Killthrow. Solltet ihr nicht zu oft benutzen im Neutral. Ihr wollt ihn ja nicht stalen. Wenn ihr den Grab bekommt an der Edge, dann wollt ihr ihn natürlich fresh haben, damit er dann auch killt. Dann kommen wir jetzt abschließend auf das Neutral Game zu sprechen von Banjo. Neutral Game ist ganz wichtig, dass ihr Down B Reversals macht. Dann guckt ihr, wo geht der Gegner jetzt hin? Springt der Außenschild, wenn das Granatenei auf ihn zukommt? Wenn ja, dann covert ihr den Space immer in der Aerial. Den Aerial, den ihr actually haben wollt. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Fairman, macht mega viel Schaden, killt dann auch bei hohen Prozenten. Ich kann natürlich jetzt auch zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt aber hier mit Back-Air covern. Multi-Hit-Move. Und wenn der Gegner die ganze Zeit das Granatenei schildet, Moment, das war halt Fail, dann geht ihr halt für einen Grab. Ihr müsst halt das Verhalten des Gegners kennen, wie er auf das Granatenei reagiert. Ja, ansonsten, Downtilt könnt ihr Max Range Spacen, ist schwer zu punishen für Gegner, hat nicht so viel Endlag, hat ein bisschen Start-of-Lag, aber das ist auch schon alles. Führt zu Tech Chases, er shiftet seine Hurtbox, man kann damit unter manche Moves durch und eben mal Kontermaßnahmen damit treffen. Und wenn ihr auf Long Range seid, könnt ihr ruhig ein paar Eier raushauen und ruhig auch mal mit den Eiern als Mix-Up approachen. Weil, wenn der Gegner schielt, könnt ihr eventuell einen Grab daraus bekommen. Dürft ihr nur nicht so oft machen. Und wenn Banjo reingekommen ist und der Gegner über Banjo ist, wollt ihr Advantage State mit euren Aerials gut ausmaximieren. Indem ihr den mit der Up-Air ganz gut chased und dann auch einen vernünftigen Finisher macht.
nicht Up-Air, sondern dann entweder Reverse Air Rush Back-Air nach Up-Air. Oder als auch versuchen, eine Forward-Air zu bekommen. Bam! Das killt dann oder bringt die Gegner offstage. Das ist dann definitiv eine gute Sache. Ach ja, übrigens, jetzt habe ich vergessen zu sagen, bei Low Prozent könnt ihr auch Up-Air, dann Granate machen. Das ist zum Beispiel auch eine Kombo. Und kann auch zu sowas führen. Ist ganz nice. Habe ich noch nicht erwähnt, deswegen habe ich es jetzt erwähnt. Gut. Ja, das ist so das New-To-Game von Benjo. Was ihr nicht machen solltet, ist das hier. Weil der Move suckt einfach nur. Den könnt ihr total vergessen. Und ansonsten war es das eigentlich. Bei hohen Prozenten geht ihr ruhig für einen Down-Throw. Chance machen. Und bei ganz hohen Prozenten eben halt Down-Throw, Down-Smash. Um den Kill zu securen. Ja, Leute, das war jetzt mein Benjo-Tutorial. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jaha, jaha. Falls ja, könnt ihr mich unter das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder bei einem anderen Tutorial oder im Let's Play. Also, Leute, bis dann und ciao. Viel Spaß mit Benjo. We'll be right back.